Hi. Hi. Finally. Endlich. Ja, ja, Step by Step. Ja, Schritt für Schritt. Schritt. Sechs Wochen. Das dauert eine Weile. Everything. Alles. Yeah. I used to not be so shy. Früher war ich nicht so schüchtern. Then this is an improvement. Dann ist das jetzt eine Verbesserung. That's why I liked also when she said, when one of the girls said, like, shy is cool. Das hat mir echt gefallen. Eine der Frauen hier vorne sagte, schüchtern sein ist cool. Because it didn't used to be like that. So war es früher nicht. Or like to be sensitive. Yeah. Ebenso das Empfindsamsein. Yeah. So beautiful. Ja, und das ist so schön. Or weak. Oder schwach. Mm. I always felt that it was present. Ich fühlte es immer da. But due to work and those barriers that we like build up around us and we're really strong and powerful. Aber wegen der Arbeit und wegen diesen Barrieren, die wir um uns herum aufbauen, und dann sind wir wirklich stark und haben Kraft. Yeah. And we don't allow to be weak. Und wir lassen nicht zu, schwach zu sein. But I like this. I feel that this is the right way. Aber ich mag es. Ich habe das Gefühl, dass es der richtige Weg ist. But. Aber. Like especially like handling outside world and work. Mm-hmm. Besonders in Zusammenhang mit der äußeren Welt und der Arbeit. So when I'm like with me and in nature or by myself, it works. Wenn ich mit mir bin, mit Natur, für mich, dann funktioniert's. Aber da draußen habe ich das Gefühl, also ich merke das schon, dass man eben dann auch aufgegessen wird. But out there I have the feeling, I mean, I do notice that then I'm just being eaten up. Also das ist schwierig, irgendwie diese Balance zu halten, compassion, to show compassion. Difficult to keep the balance. Be humble. Ah, forget about showing compassion, forget about being humble. Zwischen Mitgefühl zeigen und bescheiden sein. Vergiss es. Vergiss dieses Mitgefühl zeigen und bescheiden sein. Yeah, but I feel that. Aber so fühle ich es. I understand. Ja, ich verstehe schon. But it's taking care of yourself. Es geht aber darum, dich um dich zu kümmern. Taking care of yourself in the most beautiful way you can. Dich auf die schönstmögliche Art um dich zu kümmern. Don't worry about the others. Denk nicht an die anderen. This will come. This will come naturally, authentically, gradually. Es wird kommen. Das wird ganz von selbst, ganz allmählich, ganz authentisch kommen. In a perfect way. Ganz perfekt. But it's taking care of yourself. Aber es geht darum, dich um dich zu kümmern. Being kind and gentle to yourself. Sanft und behutsam mit dir zu sein. This is the most important thing. Das ist das Allerwichtigste. But when I really feel in to this feeling, because this like being gentle to myself is quite new. Aber wenn ich wirklich in dieses Gefühl reinspüre, dann I've been very hard to myself. Wenn dieses sanft mit mir sein ist ganz neu. Ich war immer sehr hart mit mir. Then I would have to change everything. Dann müsste ich ja alles verändern. That's right. Stimmt. Like my whole life that I've been living until now. Mein ganzes Leben, das ich bis jetzt lebte. Yeah, just only that. Yeah. Ja, nur das. Yeah. But step by step. Okay, also Schritt für Schritt. That's right. Genau. Not so easy. Das ist nicht so leicht. Now, this is one of those
call this a mantra. Naja, das ist nun eins dieser, was ich Mantra nenne. It's not so easy. Dieses, es ist nicht so leicht. No, it's not the truth. Das stimmt gar nicht. Actually, it's not so easy to not take care of yourself. In Wirklichkeit ist es nicht so leicht, dich nicht um dich zu kümmern. Taking care of yourself is different. Dich um dich zu kümmern ist anders. And the mind says, oh, that's not so easy. Aber der Verstand sagt, oh, das ist nicht so leicht. But actually, it's just about practicing. Aber in Wirklichkeit geht es nur darum, das zu üben. Because this is what we're learning. We're learning the ease. Denn genau das lernen wir. Wir lernen die Leichtigkeit. We're learning to be naturally ourselves. Wir lernen ganz natürlich, uns selbst zu sein. To respect ourselves. Uns zu respektieren. It makes everything easier. Es macht alles leichter. But like you say, it's like your whole world gets turned upside down. Aber wie du sagst, es ist dann, als würde deine ganze Welt auf den Kopf gedreht werden. So we have to be really patient with ourselves. Müssen wir also wirklich geduldig mit uns sein. Yeah, but I want to do so many things. Okay, like what? Aber ich will so viel machen. Aber was denn zum Beispiel? I mean, I like what I do. Okay. I'm very passionate about it. Das, was ich mache, mache ich gern. Ich bin da auch sehr leidenschaftlich dabei. But it's belonging to a system or concept. Aber es gehört einem System, einem Konzept an. So like I'm doing quite unnecessary things, but like beautiful things. Und eben mache ich ziemlich unnötige, aber schöne Sachen. And people buy them. Und die Leute kaufen es. And they like it. Und sie mögen es. But there's this bit... the system around it, because like I can't work by myself only for me. I have to involve a lot of different people to make it happen. Okay. Aber dann ist das ganze System drumherum. Ich kann nicht nur für mich arbeiten. Ich muss da ziemlich viele Leute mit reinnehmen, damit das Ganze geschehen kann. This makes it challenging. Okay, dadurch wird das eine Herausforderung. What is that you're doing? Was machst du eigentlich? I work in fashion. Ich bin im Modebereich tätig. Cool. Toll. Ja, yeah, it sounds cool, but it is nice. It hört sich cool an, aber doch, es ist schon schön. But I just stopped working because it was too much. Ich habe gerade aufgehört mit der Arbeit, weil es zu viel war. And it felt like losing a leg or an arm or. Es fühlt like sich so an, als würde ich dadurch einen Arm oder ein Bein verlieren. The divorce, I went through like panic. Oder es ging um eine Scheidung. Ich habe da ziemlich Panik durchlebt. But now, like after 3 months, like things are just like starting to calm down a bit. Aber jetzt nach 3 Monaten beginnen die Dinge ein bisschen sich zu beruhigen. And I try to feel how I can proceed with it. Ich versuche nun reinzuspüren, wie ich anders damit weitermachen kann. Right. But mind is going. Aber der Verstand spielt verrückt. Ja, yeah, na klar. Because the mind can't help you with this. Denn der Verstand kann dir da nicht helfen. The mind is what was giving you a hard time before. Der Verstand ist ja auch das, was es dir schon vorher so schwer gemacht hat. Your mind, the minds of everybody else. Dein Verstand und der Verstand aller anderen. So it's about switching your attention to your belly. Es geht also darum, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Bauch zu kommen. Yeah. But like a different me. Yeah. Ein anderes Ich. Because the one before was totally head-driven. Yeah. Das Ich, das vorher da war, agierte nur vom Kopf aus. Programmed. Ja, vorprogrammiert. Yeah. Well, it used to be cool to be intellectual. Ja, früher war es ja cool, intellektuell zu sein. Yeah. We grew up like this. Yeah. So sind wir erzogen. Like reading books and books and books and books. Bücher lesen und so. Ja. Yeah. And this, yeah. Anyway, I'm really happy to be here. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Bit of silence was good. Bisschen Stille war gut. I'm really happy that you're here. Und ich bin wirklich froh, dass du hier bist. And thanks for sharing to everybody. Ich möchte allen danken, die sich hier mitgeteilt haben. Es war sehr hilfreich. Because it's always the same thing, no? In different colors. Es ist ja immer das Gleiche in unterschiedlichen Schattierungen. We're all working on the same issues. Ja, wir alle arbeiten an den gleichen Themen. Ja.
Thanks. Thank you. Hello. Hi. My question is, how do you tell the feelings and your mind apart? Because for me, it feels like the same thing. Wie kann man eigentlich die Gefühle und den Verstand unterscheiden? Denn für mich fühlt es sich an, als wäre es genau das Gleiche. Okay, I understand. Ja, ich verstehe. Close your eyes for a moment. Schließ doch bitte mal deine Augen. And just welcome whatever feeling was to come. Und begrüß die Gefühle, die kommen möchten, egal welche das sind. What's here? Was ist hier? It's the heartbeat. Der Herzschlag. Ja. Yeah. Yeah. Some excitement or? Ist es Aufregung? Ja, yeah, should be. Ja, glaub schon. There's no should be. Nein, das sollte nicht. We're only looking for what's here. Es geht nur darum, mal zu schauen, was hier ist. Yeah, it's excitement. Ja, Aufregung. Yeah. Okay, so where do you feel the excitement in your body? Wo im Körper spürst du diese Aufregung? My heart. Im Herzen. Okay, great. So there's a sensation in your chest. Okay, das ist also eine Körperempfindung in der Brust. Okay, now just close your eyes again. Schließ nun wieder deine Augen. And just give your loving attention to this sensation without any idea. Und wende dich liebevoll dieser Körperempfindung zu, ohne eine Vorstellung dazu zu haben. Here is just a sensation. Hier ist es einfach nur eine Körperempfindung. Not painful, maybe even pleasant. Tut nicht weh, ist womöglich sogar angenehm. Meaning nothing. Bedeutet nichts. No story, no thought about it. Keine Geschichte, kein Gedanke dazu. Just pure feeling. Einfach das reine Gefühl. Like that. Genau so. Ja? Yeah. So that's the feeling. The feeling is the body. Yeah, yeah, the feeling is... Das also ist das Gefühl? Ist das Gefühl der Körper? So there's a thought. Also da ist der Gedanke. The thought produces some body sensations that we call feeling. Und der Gedanke ruft irgendeine Körperempfindung hervor und das nennen wir Gefühl. Some energy happening. Irgendwie geschieht da Energie. Some sensation in the body. Irgendeine Empfindung im Körper. And then if we just switch from the thoughts to the body. Und dann können wir umschalten von den Gedanken hin zum Körper. And we just give our attention to the sensation. Und wir können uns einfach nur diese Körperempfindung zuwenden. That's how we separate it from the story. So können wir das von der Geschichte trennen. We just put the story aside. Können die Geschichte einfach beiseite legen. Because it doesn't actually have to do with the story. Denn in Wirklichkeit hat es mit der Geschichte gar nichts zu tun. It's only when we give a meaning to the feeling that it seems to be part of a story. Nur wenn wir dem Gefühl Bedeutung beimessen, scheint es Teil der Geschichte zu sein. But the thought can be transformed into feelings. Aber man kann den Gedanke verwandeln und ein Gefühl daraus machen. Yeah, thoughts can provoke feelings. Ja, Gedanken können Gefühle hervorrufen. But to a point, they should be one thing, actually. Also sind sie doch quasi das Gleiche. Well, they appear to be one thing. Naja, die scheinen eins zu sein. But as long as they're intertwined, as long as they seem like one thing. Aber solange die so verbunden sind, solange die eine Sache zu sein scheinen, then we can't really deal with them. Können wir nicht wirklich damit umgehen. Because then we just keep circling in the thoughts, trying to figure out the way out of this situation. Dann kreisen wir nur ständig in den Gedanken und versuchen eine Möglichkeit zu finden, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Or we circle in the thoughts being happy about some feelings. Oder wir drehen uns in den Gedanken, weil wir uns über irgendwelche Gefühle freuen.
Yeah, because we can produce feelings like this too. So, auch so können wir Gefühle hervorrufen. But is it possible to have feelings without thoughts? Ist es denn möglich, Gefühle zu haben ohne Gedanken? Absolutely. Na klar. All of a sudden, fear arises. Ganz plötzlich steigt Angst auf. The tendency is to look for the reason for dann, fear. Dann besteht die Neigung, den Grund für diese Angst zu finden. But there's no reason. It's just fear comes. Aber da ist kein Grund. Da kommt einfach Angst. Now we could analyze it and say, well, maybe this is from an earlier life experience or. Klar, dann könnte man das analysieren. Mhm, vielleicht kommt das aus einer früheren Lebenserfahrung oder so. Just comes. Aber wir wissen es nicht. Sie kommt einfach. I've heard this morning someone talked about the rage come from the parents. Heute Morgen sprach jemand davon, dass die Wut von den Eltern kam. Well, the habit to how to deal with the rage we learn from our parents. Na ja, wir lernen von unseren Eltern die Gewohnheit, wie wir mit der Wut umgehen. But where the rage comes from? Na ja, wo die Wut herkommt. Rage comes. Sometimes rage is a defense mechanism. Wo kommt die Wut her? Na ja, Wut kommt. Manchmal kommt sie als Schutzmechanismus. Yeah. Something threatening happens and either we run from it with fear or we fight. Irgendwas Bedrohliches geschieht und entweder rennen wir dann mit Angst davon oder wir kämpfen. But why somebody has less rage, but somebody has more? Warum haben manche Leute mehr Wut als andere? Yeah, interesting question. Eine interessante Frage. I don't know the answer. Die Antwort kenne ich nicht. I mean, we all experience all of these feelings sometimes. Wir alle erleben alle diese Gefühle, zumindest manchmal. I think that people who have a judgment about rage have more rage. Also ich glaube, dass die Leute, die Wut verurteilen, mehr Wut haben. But I think everybody has a judgment about rage. Also ich glaube, dass jeder die Wut verurteilt. Nobody wants to be angry. Nobody wants to be negative. Möchte dir keiner ärgerlich sein. Everybody wants to be loving and being loved. Keiner möchte negativ sein. Jeder möchte lieben und geliebt werden. Not me. Ich nicht. How? Wie kommt denn das? I love all these feelings. Ich liebe all diese Gefühle. They're all interesting. Sie sind alle interessant. Feeling loving all the time would be boring. Mich immer liebend zu fühlen, das wäre ja langweilig. Yeah, I love all these human feelings. Ich liebe all diese menschlichen Gefühle. Rage is so much power. Wut birgt so eine Kraft. Yeah. Anger. Ärger. It's just such an energy with it. Kommt mit solch einer Energie. It's not negative. Das ist nicht negativ. We can make it negative. We can become negative about it. Wir können was Negatives daraus machen. Wir können deswegen negativ werden. We can try to control ourselves and repress it. Wir können versuchen, uns zu kontrollieren und es zu unterdrücken. But for me, my opinion is that rage always have a negative influence on other people. Also meine Meinung ist, dass die like Wut immer you trigger the negativity from other people. Dass die Wut immer negativen Einfluss auf andere Menschen hat. Also man löst dadurch die Negativität der anderen aus. This is the normal thing. Ja, so ist es normal. Yeah. If I'm not in peace with my rage, wenn ich mit meiner Wut nicht in Frieden bin, then I want to throw it out on you if you did something to trigger this. Dann will ich sie rauswerfen. Ich will sie dir überstülpen, falls du etwas getan hast, um sie auszulösen. So I just threw it on you and
it will affect you somehow. Also habe ich sie dir zugeworfen und klar, das wird irgendwie eine Auswirkung auf dich haben. And maybe you pass it on to somebody else. Und dann gibst du sie vielleicht an andere weiter. And so on. This is what we do in the world. Und so weiter. Ja, so machen wir das in der Welt. But if I'm in peace with the rage, wenn ich allerdings mit der Wut in Frieden bin, I'm not gonna throw it up on you. Dann werde ich sie bei dir nicht auskotzen. But it's like the word cotton, right? It's like to throw up. Like if you already have the vomit in you, if you don't throw up, you take it back? No. Aber wie ist denn das, wenn man es nicht auskotzt, schluckt man es dann wieder runter? No, there's another way that's called really good digestion. Nein, es gibt da noch eine Möglichkeit und das nennt sich wirklich gute Verdauung. Ja. My stomach doesn't get sour with the rage if I'm in peace with it. Wenn ich mit der Wut in Frieden bin, dann wird mein Magen durch sie nicht sauer. Ja. I can welcome these feelings. I don't spend any time in the story. Ich kann diese Gefühle willkommen heißen. Ich verbringe keinerlei Zeit in der Geschichte. I just feel this experience of anger, rage. Ich spüre einfach diese Erfahrung von Wut, von Ärger. And I do it, and it's just a human experience. I don't have a judgment about it. Das ist einfach eine menschliche Erfahrung. Ich bewerte das überhaupt nicht. So I'm not holding it down. Das heißt also, dass ich sie nicht da unten halte. I'm not throwing it up. Und sie auch nicht auskotze. I'm just with it. I'm just dancing with it. Ich bin einfach damit. Ich tanze einfach damit. Happily, peacefully, playfully. Gerne, in Frieden und spielerisch. It's a new thing. Nobody knows about this. Das ist was Neues. Das kennt keiner. Only a few people who are lucky enough to come to Satsang learn about this. Nur eine Handvoll Leute, die Glück genug haben, im Satsang zu landen, die lernen das. The rest of the world is still into throwing up or repressing. Die restliche Welt ist immer noch dabei, das rauszuwerfen oder zu unterdrücken. That's the way it is. So ist das. But how exactly should one make peace with rage? Und wie genau soll man eigentlich mit der Wut Frieden schließen? Any way that feels good for you. Wie es sich für dich eben gut anfühlt. This is what people are doing with dynamic in the morning. Das machen die Leute zum Beispiel morgens in der dynamischen Meditation. They're playing with rage, they're playing with all kinds of feelings, dancing them out, screaming and doing whatever they want to do. Sie spielen mit Wut, sie spielen mit allen möglichen Gefühlen, tanzen es raus, schreien, was auch immer sie tun wollen. Yeah, making friends with all these feelings. Freunden sich mit all diesen Gefühlen an. But isn't it unhealthy if like the rage come out, just be angry and furious and crazy? Aber ist das nicht ungesund, wenn die Wut so zornig und verrückt rauskommt? Well, it's healthier than repressing it. Naja, das ist gesünder, als sie zu unterdrücken. That's why the psychologists will recommend throwing it out. Yeah? Deswegen empfehlen die Psychologen auch, dass man sie rauswirft. And they do groups where they're beating pillows and killing their father and mother and stuff like that. Da bieten sie dann Gruppen ein, wo man auf Kissen einschlägt, wo man Vater und Mutter umbringt und so weiter. Yeah. What I'm talking about is the next step. Ich allerdings spreche hier vom nächsten Schritt. Because you know, I was trained as a psychologist, yeah, so I did all these groups. Auch ich habe eine psychologische Ausbildung. Ich habe also all diese Gruppen hinter mir. I did my share of fellow beating and killing and stuff, you know. Ich habe wirklich auch auf Kissen eingeschlagen und Leute umgebracht und so. And then I thought, but this is not very practical. Und dann habe ich mir das mal so überlegt. Also besonders praktisch ist das ja nicht. It's okay in a group. In der Gruppe ist das vollkommen in Ordnung. Yeah, it's a safe place. You can kill all kinds of pillows, you know. Es ist ein sicherer Platz. Da kann man alle möglichen Kissen ermorden. But if you do this out there. Aber wenn man das da draußen macht. People start freaking out and they lock you up or something. Dann flippen die Leute aus und sperren dich ein oder so. So this is not a practical way. Es ist also kein besonders praktischer Weg. So when I discovered that I don't actually have to throw it out. Und so habe ich entdeckt, dass es nicht wirklich notwendig ist, das rauszuwerfen. I can
I can play with every kind of feeling. Ich kann mit jeder Art von Gefühl spielen. What people feel if they come near me is not rage. Was die Leute fühlen, wenn sie mir nahe kommen, ist nicht Wut. They feel peace. Sie fühlen Frieden. Because I'm in peace with the rage. Weil ich mit der Wut in Frieden bin. I'm in peace with the fear. Weil ich mit der Angst in Frieden bin. In peace with the anger, in peace with all these feelings. Weil ich mit dem Zorn, mit dem Ärger, mit all diesen Gefühlen in Frieden bin. So I can come to Satsang and I can have some really strong process going on. What radiates from me is peace. Ich kann also zum Satsang kommen und gerade in einem sehr intensiven Prozess sein. Was ich allerdings ausstrahle, ist Frieden. I met a therapist a couple of months ago, and he told me that the rage, if it comes from your childhood, which is most of the case, it's saved in your subconscious. Yeah. And it's never going to be changed. It doesn't matter what you do, it's like your imprint. It just stay there, never be able to be moved or changed. Vor ein paar Monaten bin ich einem Therapeuten begegnet und der hat mir gesagt, dass die Wut in den meisten Fällen aus der Kindheit herrührt und dass das so tiefen Eindruck im System hinterlassen hat, dass das für immer bleibt und sich auch nie verändern lässt. Normally, she's right. Normalerweise, im Normalfall hat sie recht. But I've discovered that there is something else. Aber ich habe entdeckt, dass es doch eine andere Möglichkeit gibt. Because it's possible to go back. Denn es ist möglich, zurückzugehen. It's not really going back, because I'm still there. I'm stuck there. Das ist nicht so, dass ich wirklich zurückgehe, denn ich bin noch dort. Ich stecke dort fest. So I don't have to imagine anything. I don't have to bring up any pictures or stories or anything. Von dem her muss ich mir nicht groß irgendwas ausmalen, irgendwelche Bilder oder Geschichten hervorrufen. It's there. Es ist da. Somebody steps on my toe and I feel this same rage. Jemand tritt mir auf den Fuß und ich spüre diese gleiche Wut. As I felt when I was 2 years old or something. Ich fühlte, als ich 2 Jahre alt war oder so. So I can just stop and allow this child to finally feel the rage. Ich kann also einfach innehalten und diesem Kind erlauben, endlich diese Wut zu spüren. Yeah. Healing happens. Heilung geschieht. Healing happens for this child. It's, time doesn't have any meaning here. Heilung geschieht für dieses Kind. Zeit ist ja nicht von Bedeutung. So I am this 2-year-old feeling the rage. I'm also the adult giving the 2-year-old permission to feel the rage. Ich bin also dieses 2-Jährige und fühle die Wut. Und gleichzeitig bin ich auch der Erwachsene, der diesem Kind die Erlaubnis gibt, die Wut zu fühlen. Now they will call this schizoid, but I can't help that. Das nennen sie dann vielleicht schizophren, aber gut, dagegen kann ich nichts tun. Not schizophrenic, but schizoid. Nicht schizophren, you know, sondern schizoid. Split personality or something, you know. Spaltende Persönlichkeit oder so. But then how does it different from when I was 2 years old? Und inwiefern ist es dann anders als damals, wo ich 2 Jahre alt war? The difference is you have a grown-up body now. Der Unterschied ist, dass du nun einen erwachsenen Körper hast. So it's safe. You can create a safe place for this little girl to feel her feelings. Es ist also sicher. Du kannst einen sicheren Platz erschaffen, wo dieses kleine Mädchen ihre Gefühle fühlen kann. You're not going to do this in the train station or something. Das machst du natürlich nicht im Bahnhof oder so. You're going to do this at home, in your bed or at some place where you feel really safe and comfortable. Das wirst du zu Hause machen, im Bett zum Beispiel oder an irgendeinem Platz, wo du dich sicher fühlst, wo es auch gemütlich ist. And then this child can actually slowly can feel these feelings. Und dann kann dieses Kind doch tatsächlich nach und nach diese Gefühle fühlen. Now, one psychologist, Janoff, had the idea that if we could only scream that first scream, then it would be all healed. Der Psychologe Janoff hatte die Idee, wenn wir nur diesen ersten Schrei, diesen Urschrei schreien könnten, dann wäre alles geheilt. So then we were doing groups of primal therapy and stuff. Also haben wir in Gruppen teilgenommen, Primärtherapie und so. Didn't work. Hat nicht funktioniert. It
doesn't work because it's not about throwing anything out. Es funktioniert nicht, weil es überhaupt nicht darum geht, irgendetwas rauszuwerfen. But it's just about making peace with the feelings. Sondern es geht darum, mit den Gefühlen Frieden zu schließen. So, if I'm this child and I can allow these feelings to be there and not make myself wrong, not repress them, not throw them away. Wenn ich also dieses Kind bin und mir erlauben kann, diese Gefühle zu fühlen, sie nicht unterdrücken, sie nicht rauswerfen. This old wound becomes healed. Dann wird diese alte Wunde geheilt. It's not going to happen one time. It's going to happen over many times. Das geschieht nicht bei einem Mal. Das wird während vielen Malen geschehen. Life provides all the triggers we need. It will come up until it's no longer coming up. Und das Leben serviert uns hier all die Auslöser, die wir brauchen. Und das wird so oft hochkommen, bis es dann eben nicht mehr hochkommen muss. We don't have to regress. You know, it's another trick, you know, the psychologists use. Okay, we'll regress you to 2 years old and then you can feel the feelings. Da muss man nicht wieder zurückgehen. Das ist ja auch so ein Trick, den die Psychologen gerne anwenden, dass sie einen da zurückbringen bis dahin, wo man 2 Jahre alt war und dann seine Gefühle fühlen kann. Nein. It's very organic. Es ist sehr organisch. It's very natural. Sehr natürlich. Once we start to welcome the feelings, once we start to give ourselves permission to just whatever comes, we just stay with it, be with it. Wenn wir einmal anfangen, die Gefühle willkommen zu heißen, wenn wir einmal anfangen, uns Erlaubnis zu geben, was auch immer kommt, einfach damit zu bleiben, damit zu gehen. Without judgment, without trying to make anything change. Ohne Bewertung, ohne irgendwas verändern zu wollen. It sounds like what I did when I was much younger, as a child. But why at that time I was not able to be healed? Because at that time, if I feel the rage, I just let it go. I don't have a thought about it. Mm-hmm. Okay. Es hört sich genauso an wie das, was ich früher gemacht habe, als ich Kind war. Aber damals konnte ich es nicht wirklich heilen. Da habe ich die Wut einfach mal rausgelassen. Da habe ich gar nicht groß erst drüber nachgedacht. How do you know healing didn't happen? Woher weißt du, dass Heilung nicht geschehen ist? Because as I grow up, I still have the same problem. Weil ich jetzt, wo ich älter geworden bin, immer noch das gleiche Problem habe. What's the problem? Was denn für ein Problem? It's the same rage. Die gleiche Wut. I don't even know where it comes from. Ich weiß auch nicht mehr, wo sie herkommt. Because I can be totally happy, relaxed, peaceful. Ich kann total glücklich sein. Small things, really nonsense, can trigger me into a stage of rage. Especially if you're happy and peaceful. Ich kann total entspannt und glücklich und friedvoll sein und dann kommt irgendeine Kleinigkeit und es kann bei mir voll die Wut auslösen. You don't have your defenses up. Na klar, besonders wenn du glücklich und friedvoll bist, denn da hast du deine Schutzmechanismen ja nicht best hochgefahren. Time for old feelings to come up. Das ist die beste Zeit für die alten Gefühle aufzutauchen. But you still have an attitude about rage. Aber du hast ja immer noch so eine vorgefertigte Meinung in Bezug auf die Wut. You haven't made peace with your own power. Du hast mit deiner eigenen Kraft noch nicht Frieden geschlossen. There's still a judgment that it's not okay. Irgendwie ist da immer noch dieses Bewerten, dass es nicht in Ordnung ist. So. You're on your way, but it's not done yet. Du bist auf deinem Weg, aber es ist noch nicht erledigt. You're in the right place. Du bist am richtigen Platz. Interesting because it looks like how I feel is not how I feel. Es ist interessant, denn es sieht so aus, dass die Art, wie ich mich fühle, nicht so ist, wie ich mich fühle. Interesting, say more. Es ist interessant. Erklär mal bitte. Sorry, what was it, a question? Erklär mal, wie du das meinst. It's interesting, you say, what I'm feeling is not what I'm feeling. Das ist interessant, du sagst, was ich fühle, ist nicht das, was ich fühle.
because it's like when I'm happy, there's always a voice telling me that you are not happy, you are angry. Naja, wenn ich glücklich bin, dann ist eine Stimme, die mir sagt, right, I'm angry. But why? Mir sagt, du bist nicht glücklich, du bist ärgerlich. Und dann schaue ich mal genau hin und denke so, ja stimmt, ich bin ärgerlich, because aber warum denn? It's just like the therapist told me, like he told me, you are never going to get rid of your rage. It's always there, you radiate with your rage. Und dann hat der Therapeut mir gesagt, dass ich diese Wut niemals loswerden kann. Dass sie immer da sein wird, dass ich sie immer ausstrahlen werde. It also has an influence on me, because what he said marked in my mind is like every time when I'm happy, the voice repeated, like you are not happy, you are angry. Und das hat mich ganz schön beeinflusst. Immer wenn ich jetzt glücklich bin, denke ich sofort, das kann gar nicht sein, du bist ja nicht glücklich, du bist ärgerlich. It's just the mind. The mind doesn't want you to be happy. Das ist so ein Quatsch. Das ist nur der Verstand, der will nicht, dass du glücklich bist. Because when you're happy, you're not in your mind. Denn wenn du glücklich bist, dann bist du gar nicht im Verstand. You can be in a story thinking about some happy thoughts, but that's not really being happy. Ja, das kann schon sein, dass du in einer Geschichte bist und irgendwelche glücklichen Gedanken hast, aber das ist nicht wirklich glücklich sein. When you're really happy, there's no mind. Wenn du wirklich glücklich bist, dann ist da kein Verstand. So the mind comes up with some bullshit like, oh, you're not really happy, you're really angry. Und deswegen kommt der Verstand mit irgendeinem Quatsch daher. Hey, du bist gar nicht wirklich glücklich. In Wirklichkeit bist du ärgerlich. Ja, yeah, not true. Das stimmt nicht. But it's also not true that I am happy. Was auch nicht stimmt, ist dieses Ich bin glücklich. There's an experience. Da ist eine Erfahrung. This experience of happiness. Die Erfahrung von Glücklichsein. I'm not having it. There's nobody here at that moment. Nicht, dass ich die hätte. In diesem Moment ist gar niemand hier. This I is out of the way. Dieses Ich ist aus dem Weg. Yeah, there's just this experience of happiness. It's our nature. Da ist nur diese Erfahrung von Glück. Das ist unser Wesen. This underlines everything. Es liegt allem zugrunde. This silent bliss. Diese stille Seligkeit. It's just who we are. Das ist einfach, wer wir sind. Do we supposed to think? Sollen wir eigentlich denken? Supposed to think? Yeah. Wir sollen denken? Because thinking is the mind. Yeah. And you're saying. Nee, denken ist ja der Verstand und du sagst ja. Well, there's mind thinking and there's no mind thinking. Naja, da gibt's ein Denken, das kommt vom Verstand, und ein Denken, das kommt vom Nichtverstand. Yeah. I mean, like you can say, you can think from your belly or from your head. Nee, ich könnte zum Beispiel sagen, man kann vom Bauch aus denken oder vom Kopf aus denken. I have lots of experience with intuitions and I have a very strong intuition. Mm-hmm. But it's different from thinking, because for thinking you can really think philosophically, you can solve very complicated problem out. That's but right. For intuition it's just like I don't know, an impulse. Hm. Also ich habe viel Erfahrung mit Intuition, ich habe eine sehr gut ausgeprägte Intuition, und das ist aber was ganz anderes als Denken. Mit dem Denken kann man philosophische Dinge denken, man kann sehr komplizierte Probleme lösen durch das Denken, aber die Intuition, das sind eher Impulse. So there's the left brain and the right brain. Schau mal, es gibt die linke und die rechte Gehirnhälfte. The left brain is our analytical brain. Die linke Gehirnhälfte ist das analytische Gehirn. Solves problems, does logic, all that stuff. Löst Probleme, kennt sich mit Logik aus und so weiter. The right brain is where the intuition comes from. In der rechten Gehirnhälfte, daher kommt die Intuition. And it just comes like, und sie kommt wie ein Blitz. Yeah, and all of a sudden we see something, we know something that we didn't know before. Ganz plötzlich sehen wir was, wissen wir was, das wir zuvor nicht wussten. It's like we have this channel to the whole universe. Als hätten wir einen Kanal zum ganzen Universum. Most of our right brain we don't use at all.
größtenteils verwenden wir den größten Teil der rechten Gehirnhälfte überhaupt nicht. Only a very rare person is so open, there's so many channels open that they're brilliant. Nur sehr selten sind bei einem Menschen so viele Kanäle offen, dass derjenige brillant ist. So that's what we're doing here. We're just opening channels. Ja, und das machen wir hier. Wir öffnen die Kanäle. What I'm talking about when I'm talking about mind is not even the left brain function. Yeah? Wenn ich hier spreche und das Wort Verstand sage, dann meine ich noch nicht mal die Funktion der linken Gehirnhälfte. I'm talking about what's called ego. Ich meine das, was man Ego nennt. The story of me. Die Geschichte vom Ich. The ideas about me, the ideas I have about myself. Die Vorstellungen über mich, die Vorstellungen, die ich über mich habe. My story. Meine Geschichte. When we live in ego, we're very narrow. Wenn wir im Ego leben, sind wir sehr eng. But the more we let go of ego, the wider we become. Aber je mehr wir das Ego loslassen, desto weiter werden wir. Yeah. There's no ego, then we're just wide open for everything. Then our thinking is very clear. Und wenn da kein Ego ist, dann sind wir sehr weit offen für alles. Dann ist unser Denken sehr klar. Then I'm not seeing things through the filter of my of this idea of me. Dann sehe ich die Dinge nicht durch den Filter dieser Vorstellung vom Ich. Ich sehe einfach, was ist. No judgment. Ohne Bewertung. No good or evil or anything like that. Kein Gut und Böse oder so etwas. For me, my experience is like the mind is like the bridge to your intuition, because there were lots of times I was just thinking of one thing for a very long time. Mm-hmm. Maybe I was thinking without any answer, but it just suddenly this idea, this clarity comes to me, and I understand everything without it's just like a click. Yeah. It happens. Also like für mich war es bisher so, dass das Denken die Brücke zur Intuition ist. Es kann gut sein, dass ich über irgendetwas nachdenke, sehr, sehr lange nachdenke, ohne eine Lösung zu haben. Und plötzlich ist es wie ein Klick und alles ist klar und ich weiß alles. Some of our greatest inventions were discovered like that. Stimmt, einige unserer größten Erfindungen wurden so entdeckt. But the inventor was so tired, so working on this problem, and all of a sudden it just happened. Wo der Erfinder so müde war, so sehr er diesen Problemen gearbeitet hatte, dass es ganz plötzlich einfach geschah. But it can happen every time. Aber das kann jederzeit geschehen. And usually thinking about the story is not helpful. Für gewöhnlich ist es nicht hilfreich, über die Geschichte nachzudenken. I find it more helpful more of the time to come out of the story and just feel what I feel. Ich finde es öfters einfach hilfreich, aus der Geschichte rauszukommen und einfach zu fühlen, was ich fühle. Because when I'm just with the feeling, it leads me inside. Denn wenn ich nur mit dem Gefühl bin, führt es mich nach innen. I come into my center. Und ich komme in meine Mitte. This is very close. Und da bin ich mir ganz nah. This is connected with the whole universe. Das ist mit dem ganzen Universum verbunden. It's not my center, it is the center. Es ist nicht meine Mitte, es ist die Mitte. So if I understand correctly what you say, the mind is different from thinking. What you mean, the mind is your ego. That's right. But it's not your logic. Also wenn ich dich korrekt verstehe, wenn du Verstand sagst, dann ist das nicht das Denken, sondern das Ego. Es ist nicht die Logik. Yeah. Problem is we get it mixed up. Ja, das Problem ist, dass wir das alles miteinander vermischen. And then we do some thing that looks like logic, but it's based on a lie. Und dann
tun wir etwas, das so aussieht wie Logik, aber auf einer Lüge fundiert. So we're using the left brain, but we're using it in a very bad way. Wir nutzen dann also die linke Gehirnhälfte, aber auf eine sehr schlechte Art. It's not scientific. Es ist nicht wissenschaftlich. It's biased. Es ist voreingenommen. But we believe it as if it's the truth. Aber wir glauben es, als sei es die Wahrheit. Yeah. So. Aren't we born with ego? Sind wir nicht mit dem Ego zur Welt gekommen? Now we're getting in really interesting territory. Jetzt wird's aber interessant. When I look at a little baby, wenn ich mir mal ein kleines Baby anschaue, I don't see ego. Dann sehe ich kein Ego. So where did the ego come from? Well, partly the ego comes from the parents. Wo kam das Ego her? Zum Teil kommt das Ego von den Eltern. Your parents say, you're a girl. Deine Eltern sagen, du bist ein Mädchen. You're my child. Du bist mein Kind. You are this nationality, you are this religion, you are all these things. Yeah? Du hast diese Nationalität, du hast diese Religion und so weiter. So we develop this idea of me based on all this input. Also entwickeln wir diese Vorstellung vom Ich, die auf diesem ganzen Input fundiert. But there's something that came with us from other lifetimes. Aber da ist auch etwas, das mit uns mitgekommen ist, aus anderen Leben. Usually. Normalerweise. Not necessarily, but usually. Nicht unbedingt, aber für gewöhnlich. And this is part of the mix. Und das gehört auch in dieses Gemisch. So. What we have is largely from our parents and from our society in which we live. Was wir haben, ist größtenteils von unseren Eltern und von der Gesellschaft, in der wir leben. But there's also knowledge and misunderstanding that we've brought from other lifetimes. Und da ist aber auch Wissen und Missverständnisse, das wir aus anderen Leben mitgebracht haben. So ego is your identity. Ego ist also die eigene Identität? Doesn't have any actual existence. It's only some thoughts. Ja, in Wirklichkeit existiert es nicht. Das sind nur ein paar Gedanken. So one should live without identity. Also sollte man ohne Identität leben? It's just easier. Naja, das ist leichter. I mean, we will always have some identity. Naja, wir werden irgendwie immer ein wenig Identität haben. It's only practical. Und das ist auch praktisch so. But the less we are identified with these thoughts, the easier it is. Aber je weniger wir mit diesen Gedanken identifiziert sind, desto leichter ist das. Somebody can make a nasty comment and you're not even touched by it because there's nothing there to get triggered. Jemand kann irgendein fieses Kommentar abgeben, aber es berührt dich noch nicht mal, weil nichts da ist, das ausgelöst werden könnte. You're so deeply in peace with yourself that nothing disturbs this. Du bist so tief in Frieden mit dir, dass das durch nichts durcheinander gebracht werden kann. If we don't need identity, does it mean that we don't need name as well? Wenn wir keine Identität brauchen, brauchen wir dann auch keinen Namen? Don't need. Dann brauchen tun wir den nicht. Stimmt. Then we are one. Also sind wir eins? We are. Sind wir. That's the truth. Das ist die Wahrheit. So any name will work. No name is fine. Also ist es egal, was für ein Name. Es funktioniert. Auch kein Name ist in Ordnung. It sounds like people in the spiritual realm, which do not have bodies and they are in the oneness. But the reason we come into this world entering the bodies, the purpose of it is to have the ego, right? Also schau mal, die Menschen im spirituellen Bereich, die keinen Körper haben, die keinen Namen haben. You have the ego first and then you learn to get rid of the ego. Aber warum kommen wir denn dann in diese dreidimensionale Welt? Right. Das ist doch, um ein Ego zu haben. Also erst müssen wir das Ego haben und dann müssen wir es loswerden. We have to adopt the ego first. Stimmt, zuerst müssen wir das Ego annehmen. Oh,
how can one recognize the ego to tell the ego apart from yourself, because yourself is your ego. Wie kann man denn das Ego erkennen? Wie kann man erkennen den Unterschied zwischen dem Ego und einem Selbst? Denn man selbst ist ja dieses Ego. Okay. Without ego, I'm empty body. Ohne Ego bin ich ein leerer Körper. Body? Körper? Body. What does Körper. Body? What's body have to do with it? Was hat denn der Körper jetzt damit zu tun? Because body is also part of me. Naja, der Körper gehört auch zu mir. No. Nein. Is how my what my is the tool of my ego. That's oh ja, right. Der ist das Werkzeug meines Egos. That's right. The, das stimmt. The body is part of this ego identification. Stimmt, der Körper ist Teil dieser Ego-Identifikation. So as long we have the body, then we can't get rid of our ego. Naja, solange wir den Körper haben, können wir also das Ego nicht loswerden. Well, there have been a few people that have done a pretty good job. Nö, ja, da gibt schon Leute, die das relativ gut hingekriegt haben. Ramana was so disidentified with his body that I mean, you can see it. It his poor caretakers had a hard time because he'd go walking in the mountain barefoot and get thorns in his feet and he didn't even feel them. Ramana war so wenig mit seinem Körper identifiziert, dass es für seine Caretaker echt eine Herausforderung war. Er ist dann zum Beispiel barfuß auf den Berg gegangen und ist in Dornen getreten und hat es noch nicht mal gespürt. So, but this is rare. Aber das ist ganz selten. Most of us have some ego identification, some identification with the body. Die meisten von uns haben eine gewisse Ego-Identifikation, eine gewisse Identifikation mit dem Körper. But we can know, so it's obvious, it's even logical. Aber wir können wissen, und das ist offensichtlich und sogar logisch, I didn't begin with the birth of this body. Dass ich nicht mit der Geburt dieses Körpers angefangen habe. And I'm not gonna end when this body dies. Und dass ich auch nicht zum Ende kommen werde, wenn dieser Körper stirbt. So this can't be me. Das kann also gar nicht ich sein. This is like only one small chapter in a huge story. Das ist nur ein kleines Kapitel in einer riesengroßen Geschichte. They say we've done this millions of times. Es heißt, dass wir das schon Millionen Mal gemacht haben. I mean, we have no idea. Wir haben gar keine Ahnung. We can't imagine it. Das können wir uns nicht vorstellen. How many times have we created the universe? Wie oft haben wir das Universum wohl schon erschaffen? Yeah, we talk about the Big Bang and we can measure back the stars coming out and out and out. Wir können von dem großen Knall sprechen und den Sternen, die dann immer weiter entstehen und rauskommen. And at some point everything will start to collapse again. Irgendwann wird es beginnen, dass alles wieder kollabiert. Start all over again. Und wieder von vorne beginnt. How many times have we done this? We Wie have oft no idea. Haben wir das schon gemacht? Forever. Wir haben gar keine Ahnung. Yeah. Für immer. Schon immer. I mean, it's like, whoa. So this that we are is always, has always been and will always be. Das also, das was wir sind, das war schon immer und das wird immer sein. We change forms. Wir nehmen andere Formen an. We have different experiences, different stories. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Geschichten. What is it that we are? What is the core of ourselves? Was ist denn das, was wir sind? Was ist denn unser Wesenskern? Ist das nicht das Ego? Can't be the ego. Das kann gar nicht das Ego sein. Ego is just some thoughts. Das Ego sind doch nur ein paar Gedanken. Some attitude, some identification. Can't be the body. Eine Einstellung, Identifikation, das kann nicht der Körper sein. So that's our job, is to look and see. Wir können nicht der Körper sein. Das ist also unsere Aufgabe, einfach mal genau hinzuschauen. This was Ramana's way. Das war Ramanas Weg. No, as a young boy, he thought he was dying. Als junger Mann dachte er würde sterben. So he laid down and he said, okay, if I'm dying, I want to find out what dies. Also hat er sich hingelegt und gesagt, okay, wenn ich sterbe, dann möchte ich nun herausfinden, was stirbt. So,
as you let go of all the things that can die and will die, und während du all die Dinge loslässt, die sterben können und die sterben werden, eventually you come to that which is always. Kommst du letztendlich zu dem, was immer ist. But it's not an intellectual exercise. This guy is too small. Aber das ist keine intellektuelle Übung. Der da ist zu klein. You have to go deeply into this self-exploration. Du musst ganz tief in diese Selbsterforschung reingehen. And this is such a joy. Das ist so eine Freude. The greatest adventure. Das größtmögliche Abenteuer. Just to discover who you are. Einfach zu entdecken, wer du bist. You said there was something internal there. You, something experienced in different lifetime, but it's always there. I really want to know, I really want to figure out what is there. Du sagtest, dass da was Inneres ist, das, was diese verschiedenen Leben erlebt. Ich möchte das ergründen, ich möchte das wissen. Was ist das? Was ist das, was da ewig ist? Since you say, I want to figure it out, no way. Sobald du sagst, ich will das ergründen, das geht nicht. Doesn't work like that. So funktioniert das nicht. This, when we come inside, wenn wir nach innen kommen, when there are no thoughts, wenn da keine Gedanken sind, we're just in this spaciousness. Wenn du einfach in diesem Raum, in dieser Weite bist, it's just obvious. Dann ist es einfach offensichtlich. It's not that I figured anything out. Everything is just obvious. Nicht, dass man da irgendwas ergründet hat irgendwann. Es ist einfach offensichtlich. So before I die, I'm never going to know. Was werde ich das nie wissen können, bevor ich sterbe? If you're lucky. You don't have to die to know. Death is nothing. Death of the body. Wenn du Glück hast, weißt du es schon vorher. Du musst nicht sterben, um das zu wissen. Der Tod des Körpers ist gar nichts. Sometimes people do have the experience just before the body dies of really being free. Manchmal haben die Leute die Erfahrung, kurz bevor der Körper stirbt, wirklich frei zu sein. It's like the end of a long process. Das Ende eines langen Prozesses. But this is unfortunate that we think this way, that we have to, that the physical body has to die before we can be free. Aber es ist schade, dass wir so denken, dass der physische Körper sterben muss, bevor wir frei sein können. Because it is possible, and many people have done this. Denn es ist möglich. Viele Menschen haben das auch getan. Freedom is here. Freiheit ist hier. It's always been here. War schon immer hier. Do I have to be a Buddha to be free? Muss ich ein Buddha sein, um frei zu sein? Well, when you're free, you are a Buddha. Naja, wenn du frei bist, bist du ein Buddha. I mean, you are already a Buddha. Du bist bereits ein Buddha. Yeah, this is just your nature. Das ist deine Natur. Yeah, and when you disidentify with all the normal stuff we identify with, this is what you come to. Wenn du aufhörst, dich mit diesen ganz normalen Dingen, mit denen wir uns normalerweise identifizieren, zu identifizieren, dann kommen wir genau zu dem. Just your pure Buddha nature. Deine reine Buddha-Natur. It's always been there. Die war schon immer da. It will always be there. Die wird immer da sein. I feel if I dedicate my time to think like a Buddha, then I have to be separate from the reality. Because also ich habe das Gefühl, wenn ich meine Zeit dem widme, so zu denken wie ein Buddha, dann trenne ich mich von der Realität. Because in the real life, it's hard to think. Denn im echten Leben, yeah, it's hard to think. It's hard to. Kann man so nicht denken. To find out the truth. Kann man die Wahrheit nicht rausfinden. Of life,
because you get so much influence from other people, from weil man so sehr von anderen beeinflusst wird, von der Umgebung, from your surroundings, von allem um einen herum. It's like it's dragging you back. That's from true. Where you are. Das zieht einen wieder it's weg von preventing dem, you from becoming someone who know about self. Das hält einen davon ab, jemand zu werden, der etwas über das Selbst weiß. That's true. Das stimmt. It is like that. So it, so it really look like that one have to be a monk live in the temple in order to find the true self. Sieht also wirklich so aus, dass man ein Mönch sein muss und im Tempel leben muss, um was über das wahre Selbst herausfinden zu können. That has been believed. Ja, so wurde das geglaubt. But that's the only way. Dass dies der einzige Weg sei. It's not my way. Es ist nicht mein Weg. What I see is that we can do this anywhere. Ich sehe, dass wir das überall tun können. We carry this temple with us. Wir tragen diesen Tempel mit uns herum. And it's not about thinking like a Buddha. Und es geht nicht darum, wie ein Buddha zu denken. But basically a Buddha doesn't think. Denn im Grunde denkt ein Buddha nicht. Yeah. So when I practice not thinking, I practice living like a Buddha. Wenn ich es also übe, nicht zu denken, dann übe ich es, wie ein Buddha zu leben. And I discover more and more that it's not much thinking necessary. Und ich entdecke immer mehr, dass so viel Denken eigentlich gar nicht nötig ist. I mean, if I take the train, I need to figure out the schedule and do it properly. Wenn ich zum Beispiel Zug fahren will, klar, dann muss ich wissen, dann muss ich mich mit dem Fahrplan beschäftigen und das einfach alles gescheit einfädeln. Okay, so I got my online ticket. Ich habe also ein Online-Ticket gekauft. No problem. Kein Problem. I know when to catch the train. I know where the train will leave me. Ich weiß, wann der Zug abfährt und wo. And there's nothing more to think about. Und über mehr muss ich nicht nachdenken. No, it's that simple. So einfach ist das. And it's this simple with almost everything. Most of the thinking, at least 90% of the thinking we're doing is not necessary. Und so einfach ist es eigentlich mit fast allem. Like mindestens 90% von all dem Denken, das wir ständig tun, ist überhaupt nicht notwendig. Ja. Yeah. Wie ich es gerade mache, ja. But it's kind of fun with you right Aber now. Es macht Spaß. You don't want to do it all the time, but if you do it one time, use these questions to come out of the thoughts again and again. Nicht so gut, es ständig zu machen, aber wir können diese Fragen ruhig einmal nutzen, um aus den Gedanken rauszukommen. Because this is where we really get to know. Denn da erfahren wir wirklich. Yeah, we start with the thoughts, we start with the philosophy or whatnot. Yeah? Wir beginnen mit den Gedanken, wir beginnen mit der Philosophie oder was es ist. And then we always come to this point where we just drop it all. Und dann kommen wir immer an den Punkt, wo wir einfach alles loslassen. We just come into the moment. Einfach in den Moment kommen. Knowing nothing. Ohne irgendwas zu wissen. This is where it all happens. Da geschieht alles. In this not knowing. In diesem Nichtwissen. Okay. Hallo Samapan. Hallo. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. I'm very happy to see you. Du bist mir sehr vertraut. Yeah, I feel very familiar with you. Das habe ich dir schon geschrieben. I've already written this to you. Und ich bin ganz dankbar, dass ich die lange Reise hierher gemacht habe. I'm very grateful that I took this long journey to come here. So ein paar hundert Kilometer. Few hundred kilometers. Wie fahre ich am 1. Januar wieder zurück? And I'll be driving them back on the 1st of January. Ja, eigentlich bin ich glücklich. Actually, I'm happy. Vor 20 Jahren, über 20 Jahren, bin ich ausgestiegen. Over 20 years ago, I just dropped out. Haus verkauft. Sold my house. Aufgegeben. Gave up the company. Und dann bin ich mit einem Schamanen durch Südamerika
getingelt. And then I was traveling with this shaman through South America. Peru. Bolivien. Bolivia. Titicacasee. Titicaca Lake. Und da haben sich Kanäle geöffnet. And that's when channels opened. Und jetzt habe ich hier festgestellt, dass mein Verstand noch so zwei Themen, wo er mich immer wieder kriegt. And now here I noticed that my mind still has these two issues that he keeps getting me with. Also das eine Thema, was schon öfter hier angesprochen wurde, ist das Thema Familie. One issue that has been touched several times already is family. Ja, that one. Komme ich immer noch nicht raus. I still don't get out of that one. Ja. Also, als gute Mutter und als liebevolle Großmutter habe ich mit meiner jüngeren Tochter Weihnachten gefeiert, was die dann unter Weihnachten verstehen. I celebrated Christmas with my younger daughter, or at least what they believe Christmas is. It was so very exhausting. Also ich habe drei Enkelsöhne. I have three grandsons. Zwei schon in der Pubertät, 18 und 16 Jahre. Two are already in puberty, they're 18 and 16. Und der Kleine ist 12. The little one is 12. Und die sind sowas von rebellisch. They are such rebels. Oh, great. Klasse. Ja, ich finde das auch gut, aber meine Tochter findet das überhaupt nicht gut. Yes, I think it's great too, but my daughter rather dislikes it. Und das macht es für mich dann wahnsinnig anstrengend, weil ich stehe dann immer dazwischen. It makes it enormously strange because I'm always standing in between. Weil jetzt die älteren beiden gesagt haben, Oma, die Mama lässt uns unseren Weg nicht gehen, aber wir lassen uns nichts gefallen. You know, what the two older ones said to me, Grandma, Mom doesn't let us go our way, but we won't ever tell us anything. We won't allow her to tell us anything. Ah, good. We don't allow her to get in the way. Und es gibt so viele Probleme in der Schule. There are so many problems in school. Weil die so rebellisch sind, weil die dieses System durchschauen. Die sind nämlich clever. They are very rebellious. They see through the system. They're so, very clever. Und ich als Großmutter stehe dazwischen. And me as a grandma, I'm standing in between. Und wehe, ich sag ein Wort, dann flippt meine Tochter aus. But I mustn't say anything, otherwise my daughter freaks out. Exactly. Yeah. No. Das macht es so ermüdend. It makes it so tiring. Und kurz bevor ich bin ja schon 14 Tage unterwegs, und kurz bevor ich weggefahren bin, mir war so schlecht. You know, I've been on the move now for 14 days. And mir ist immer noch schlecht. Shortly before I left home, I felt so sick. Actually, I still feel sick. Und da kommt dann das alte Programm. Ich muss ja dahin. And then the old program comes weil in. Weihnachten ist. I have to go there because it's Christmas. Ja. Yeah. Yeah, that's the tyranny. Yeah. Letztes Jahr habe ich geschafft, das nicht zu tun. Das ist die Tyrannei. Last year I managed to not do it. Vor 4 Jahren bin ich nach Südafrika gereist. War das schönste Weihnachten in meinem Leben. 4 years ago I traveled to South Africa. This was the da war ich lebendig. It was the most beautiful Christmas of my life. I was da bin alive. Ich mit dem Segler über den Atlantik und mit dem Katamaran über den Atlantik. I went with a sailor through the Atlantic. Und die Leute haben mich immer gefragt, hast du keine Angst, du bist alleine? Da habe ich gesagt, nee, wer mich klaut, bringt mich zurück. You know, the people kept asking me, aren't you afraid you're alone? I said, whoever is going to steal me, they are going to return me. Ich habe es genossen. I enjoyed it. So, aber ich komme nicht raus. Also ich merke, ich sollte eine Entscheidung treffen. Aber mir ist dann so schlecht. Wahrscheinlich ist mir da nicht mehr schlecht, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, wirklich da mich so zu verhalten, wie ich mich immer verhalte, indem ich das tue, was ich gerne möchte. Das mache ich nämlich schon viele, viele, viele Jahre. I don't get out of it, you know. I always think I have to take a decision, but I'm feeling so sick that I can't do anything. I guess if I took a decision, I wouldn't feel sick anymore. I mean, I should just be doing exactly what I'm doing all the time, meaning what I love doing. That's it. I've been doing for years. That's it. Yeah, das ist es. You know. Du weißt. In this homeopathic dose of family that you've just received. Und diese homöopathische Dosierung Familie, die du gerade empfangen hast. Just reinforces what you know. Hat das, was du weißt, nochmal verstärkt. That it's more fun to just do what you want to do and leave all that bullshit
for somebody else. Dass es mehr Spaß macht, einfach das zu tun, was du tun möchtest. Und diesen ganzen Quatsch kannst du ja anderen überlassen. Ich bin mit 20 Jahren von meiner Familie abgehauen. When I was 20, I ran away from my family. Meine Mutter starb, da war ich 16 Tage alt. Meine Stiefmutter konnte ihn nie ertragen. Und da habe ich gesagt, mit 20 Jahren bin ich weg. My mother died when I was 16 days old. And I could never bear my, weit my weg stepmother. Ins Ausland. So when I was 20, I said, goodbye, I'm out of here. And I left, I went abroad. Okay. Und meine großartig. Enkelsöhne, die sagen, die haben gesagt, Oma, wenn es eben geht, sind wir weg. And my grandsons, they say the same thing. Grandma, you know what they say to me? As soon as possible, we are out of here. Great. Klasse. Best. Also sie haben schon Beste. Schwierigkeiten. Also mich hat das sehr angesprochen, was du über Kinder gesagt hast. But I do have difficulties. I was really resonating also, with what wie Kinder so sein dürfen, wie dieser kleine Junge hier sein darf. With what you said about children, like how children are allowed to be. Nur ist das nicht der Fall. How this little boy here is allowed to be. Wie in den meisten Familien. But just like in most dann gibt's richtig Probleme in den Schulen. But if this is not the case, and in most families it is not the case, that's right. Then they really get problems in school. Yep. Die Lehrer, als meine Tochter gefragt hat, ob sie von den Kindern auch was Positives sagen könnten, haben die Lehrer gesagt, nee, sie hätten nichts Positives. Da habe ich gedacht, das gibt's überhaupt nicht. My daughter asked the teachers if they also had something positive to say about the sons. And they said, no, we don't have anything positive to say about them. I didn't believe my ears. Oh my God, what stupid teachers. Das für dumme Lehrer. Die Kinder halten den Lehrern den Spiegel vor. The children are mirroring these teachers. Ja, ja. It's unangenehm. It's unpleasant. Very unpleasant. Sehr unangenehm. Yes. It's very unpleasant. It's unpleasant for adults to be on this earth today when they want to hold on to their old beliefs. Es ist für Erwachsene unangenehm, heutzutage auf der Erde zu sein, wenn sie an ihren alten Vorstellungen festhalten wollen. And the kids are devastating. Und es ist verheerend mit Kindern. They just destroy all the beliefs. Sie zerstören alle Überzeugungen. Wonderful. Das ist wunderbar. Dann habe ich noch ein zweites Thema, wo der Verstand mich immer wieder ausbüchst. There's a second issue my mind keeps getting me with. Als ich vor 20 Jahren dann ausgestiegen bin und sich bei mir die Kanäle nach oben geöffnet haben. 20 years ago when I dropped out and when these channels of mine to the up there opened. Ist mir ein großes Wissen zugeflossen. Then huge knowing was flowing towards me. Und das möchte ich gerne veröffentlichen und ich schaffe es irgendwie nicht, weil dann kommt der Verstand. I would love to publish this, but somehow I don't manage, because then the mind comes. Und sagt, das versteht keiner. And he says, nobody will understand. Ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz. I mean, me too, I still don't quite understand it. That's right, nobody will understand it. Stimmt, keiner wird es verstehen. Bitte? Keiner wird es verstehen. Stimmt. Ja. Es ist noch zu früh. Kommt dann der nächste Satz? The next thought of my mind is, it is too early. The best thing is, if you just forget it all. Das Beste wäre, wenn du einfach alles vergessen würdest. Bin ich was? What? Das Beste wäre, wenn du alles vergessen würdest. Ja, das versuche ich gerade. Yes, I'm about to try that. Yeah. Und dann? And then? Well, when we forget about, I mean, these experiences have already changed you. Weißt du, diese Erfahrung hat dich bereits verändert. I can see the changes in you. They're very clear. Ich kann die Veränderungen in dir sehen. Die sind sehr klar. You have a very strong foundation of truth. Du hast eine sehr starke Grundlage der Wahrheit. This is yours. Die gehört dir. You don't need the thoughts. Du brauchst die Gedanken nicht. You don't need the memories of this experience. Du brauchst die Erinnerungen an diese Erfahrung nicht. Or these experiences. Oder an diese Erfahrungen. They've already done their job. Die haben ihre Aufgabe bereits erledigt. They've already changed you. Was meinst du mit dem Wissen? Die haben dich bereits verändert. So what should I do with the knowing? Put it in a drawer? Yeah, just put it away. Ja, tu es einfach weg. Because it is with you. Denn es ist mit dir. In other words, we don't want to put it up here. Mit anderen Worten, wir sollten es nicht da oben reintun. Ja, yeah. Here. Na, das ist ja hier rausgekommen, das Wissen.
That's it right. came out of here, that knowing. That's yeah, right. Genau. It came out of here. Da kam es raus. And that's where it should stay. Und da sollte es bleiben. It stays in your heart and your belly. That's, bleibt in deinem Herz, in deinem Bauch. Then it's the truth. Dann ist es die Wahrheit. As soon as it comes up here, it's not the truth anymore. It's somehow distorted. Sobald es aber nach da oben dringt, ist es nicht mehr die Wahrheit. Dann ist es irgendwie verzerrt. Yeah. So the best thing is to just forget it. Deswegen ist das Beste, es einfach zu vergessen. And trust that this knowing is available whenever you need it. Und vertrauen, dass dieses Wissen verfügbar ist, wann auch immer du es brauchst. This is what Osho told me, and this is what I followed. Das hat Osho mir gesagt, und das habe ich befolgt. Das heißt, ich brauche keine Bücher schreiben. This means I don't need to write any books. You don't need to write any books. Du musst keine Bücher schreiben. See, the problem with writing books is that people will come to you and they will want you to do it for them. Weißt du, das Problem, wenn du Bücher schreibst, ist, dass die Leute dann zu dir kommen werden und sie werden wollen, dass du es für sie tust. Now, if you want to become a guru, write a book. Wenn du ein Guru werden willst, ja, dann schreib ein Buch. Also ich gebe das Wissen ja schon weiter. Ich bin ja noch aktiv auf Vortragsreise im In- und Ausland. I am already passing this knowing on. I am actively traveling in the country and abroad, giving lectures. Okay. So, die Leute wollen dann sagen, wann schreibst du endlich das nieder, was du uns erzählst? So the people say, when do you finally write down what you tell us? Es ist Medizin. Es ist Alternativmedizin. It's about alternative medicine. Informationsmedizin. Informational medicine. Oh, cool. Toll. Das habe ich selbst entwickelt. I've developed it myself. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, der da oben sagt, es ist noch zu früh und versteht keiner. Und dass ich mich dann selber blockiere, weil ich habe ja schon Bücher geschrieben. But he always says that it's too early and that nobody will understand it. And this versteht how, diesen Konflikt noch nicht. This is how I block myself. I mean, I have written books earlier already. I still don't quite understand the conflict. Well, I mean, it's true that only a few people will understand it. Naja, es stimmt, dass es nur ein paar Leute verstehen werden. Das stimmt. True. So if you have energy to write, write. If not, not. Wenn du Energie hast zu schreiben, dann schreib. Wenn nicht, nicht. Doesn't matter. All the people that are coming to my place and they want to have that knowledge, I don't have to write. No. Und obwohl so viele Leute zu mir kommen und dieses Wissen möchten, muss ich nicht schreiben? Nein. So then I can do what I like to do, painting, painting, painting. Ich kann also tun, was ich tun möchte, malen, malen und malen. Mandala, painting mandalas, I like that. Ich male so gerne Mandalas. Being very creative. Ich bin da sehr kreativ. Wunderbar. Ja, yeah. Like that. Aha, okay. Genau. Ich möchte noch gerne einen Traum erzählen, den ich heute hatte. I would like to share a dream with you that I had today. Mir wurde im Traum ein Hotel, das sich noch im Bau befindet, angeboten mit 12 Zimmern. In this dream someone offered this hotel to me. It is still in the process of being built. It has 12 rooms. Für 1 Million Euro. It was for 1 million euros. Und dann war, und ich war ganz glücklich, weil das war ein ganz helles Haus, schöne helle Wände. I was very happy. It was a beautiful, bright house, bright walls. Und ich war so voller Tatendrang und habe gesagt, das machen wir. I was full of energy and I just said, let's go for it. Und dann kam irgendjemand und hat gesagt, nee, das schaffen wir nicht. And then somebody came and said, no, we won't manage. Und dann habe ich gesagt, doch, das schaffen wir. Und ich will das haben für 1 Million. Und dann bin ich aufgewacht. And I said, oh yes, we will manage and I want this for 1 million. Then I woke up. Den fand ich schön, den Traum. I like this dream. So diese 12 Zimmer, überschaubar. You know, 12 rooms, quite a small thing. You can keep the overview. Danke, Samapan. Thank you. Danke dir.